Ich glaube, das muss was Besseres werden. Geben und Damage ab? Ja. Kann man machen. Gibt's eine Bierchen-Rangliste? Von den Chat-Bierchen? Nein. Also überhaupt nicht. Weder für euch noch für mich. Ja, finde ich gut. Der ist Options, das ist ja total toll, aber noch habe ich keine 50 Coins. Tough Love habe ich natürlich genommen. Ich liebe Tough Shot. Super. Drecksau. Oh, Steven, würdest du bitte deinen Kopf gleich fallen lassen und nicht Little Steven? Da Steven nicht mehr in Goldchests kommt, kann er jetzt ruhig eigentlich hier als normales Item kommen, oder? Ich glaube, da sind wir uns einig. Uff, da komme ich auch noch nicht drauf, das ist auch neu. Da bin ich noch nicht ganz vorbereitet. Das macht der Kleine auch gleich, ne? Das ist Little Steven und wir haben keine Akzeptanz für Little Steven. Wir haben auch keine Akzeptanz für Speedball. Warum kam kein Devil Deal? Ich habe kein rotes Herz verloren. Ach, weil wir im Basement 1 immer noch sind. Sind wir immer noch im Basement 1? Oh. Okay. Ja, aber wir werden Speedball wohl nehmen müssen, oder? Das ist schon okay. Das war ein großes Basement 1, ne? Deswegen habe ich auch schon gedacht, dass ich Basement 2 jetzt schon durch habe. War voll verwirrt. Oh, die Spritze im Kopf. Eieiei. Aber jetzt ist mir langsam natürlich auch klar, warum das so viele Jahre hat gedauert, bis die mit dem Spiel fertig geworden sind. Alter. Meine Herzen, ich hätte gerne noch einen Deal. Ich bin immer noch dafür, dass man am Anfang 50-50 Chancen haben sollte. Dass nicht immer der Devil Deal 1000%ig, 100%ig als erstes kommt.
Das werden wir rollen. Das würde ich gerne nochmal rollen. Nämlich dieses Aquarius, was wir da gerade in der Challenge hatten. Oh ja, ein bisschen langsamer werden, das ist okay. Ach, Belial, nee, wir machen Angel Run. Ich würde eher den Key rollen anstatt. Anstatt Dingsbums. Aquarius, Hauptsache du gehst erst bei 2 in Kampf. Nice. Okay. Bin kein Fan davon, aber wir können ja sowieso gar nicht mehr rollen, deswegen nehmen wir das jetzt einfach. Ja, Leute, damit sich die Two-Shot lohnen, müssen wir ungefähr plus 7 Luck haben, also. So, was herausreißen tut das einen ja nicht. Oh, fuck. Warum schießt du so viel? Das hast du nie gemacht. Oh, Mann. Hi, Paul, wann du ich. Aber ja, natürlich will ich im Hardmode spielen. Im Hardmode lerne ich ja was. Lerne ich doch nichts dazu. Interesting. Wow, die Box, die rollen wir definitiv. Wir haben noch genug Ebenen. Gute Nacht, Erikando. Hier war gerade der Holy Mantle vom Wooden Cross gesaved. Den gibt's nur einmal pro Ebene. Puh! Boah, Needle. Das war knapp. Was bist du für eine Fernbedienung? Klicker? Bin ich jetzt Judas? Holy shit, ich habe jetzt 8 Damage. Okay.
Okay. Das liegt jetzt nicht ganz vor, aber... Boah, der Klicker ist ja an sich insane. Du könntest in der letzten Ebene dann einfach lost werden und damit lost alles freispielen. Ja, ich liebe Judas. Judas, ich habe noch keinen Judas-Run gemacht in Repentance, weil ich dafür mich noch nicht ready für viele. Aber... Achter Damage schmeckt. Moment mal, wenn ich jetzt Judas bin, kann ich mit Judas in der Out, dann würde sich ja sogar ein Beast-Kill lohnen. Rubber Cement, ich liebe Rubber Cement. Yes! Ah, oh, Bouncing Tooth Shots, let's go! Ich glaube, ich das Item aufnehme, muss ich kämpfen. Was glaube ich machen wir? Weil wir haben jetzt wieder einen Lack weniger durch den Wechsel auf Judas. Was natürlich sehr schade ist. Aber kriegen wir wieder rauf. Also auch nicht so wild. Jetzt bräuchte nur noch einen Raum. Schade. Dann hättet ihr das nochmal rollen können. Nein, ich könnte das Herz opfern und dann könnte im Cursed Room was sein. Leider nicht. Das heißt, wir werden wahrscheinlich keinen Roll mehr kriegen. Es sei denn, es wäre noch ein Gegner in den Secret-Räumen. Der ist entweder da oder eher wahrscheinlich da. Wow, okay. Dann nicht. Dann hier. Bitte Gegner, bitte Gegner, bitte Gegner. Normaler Geheimraum. Ich habe nur noch eine Bombe. Entweder hier rechts. Oder hier rechts. Ich denke eher hier. Scheiße. Na gut. Dann... Kriegen wir keinen Roll mehr hin, es sei denn, hier wäre noch irgendwas gewesen. Wir könnten theoretisch hier noch eine Bombe rauskriegen. Geheimräume können halt auch unten links sein, aber... Oh. Naja, dann nehmen wir es halt mit. Hey Mate, Gabi, grüße dich. Wird wieder sehr viel Isaac-Content geben. Kann ich, quasi bestätigen. Naja, schon okay. So, wäre schön, wenn wir schnell zum Itemraum kämen.
so krass, ne? Ich bin heute mit dem Gedanken aufgestanden und mir gedacht, Mensch, Isaac, was spielst du jetzt ein paar Wochen? Da kannst du auf jeden Fall wieder durchspielen. Alles cool. Und jetzt denke ich mir so, wie viele Monate werde ich das Spiel wohl wieder spielen? Ich habe doch das Trinket bei mir, ist doch alles gut. Muss ich hier aber nicht jetzt schon aufgeben. Das Holy Mantle Ding ist doch bis zur Mom gut. Kann doch bei Mom ablegen. Ja, ja, los, mein Mantle. Können wir jetzt noch Crickets Buddy oder so bekommen? Das würde ich hart feiern. Über 100? Nee, du bist ja ein Witzbold. 500, mindestens. So, das war diese neue Limo, ne? Free Lemonade. Ah, das ist einfach nur eine größere. Nee. Ja, den Roll will ich gerne zum Boss nehmen. Oh boy, ich bin gespannt, wo ich in der Woche bin. Aber nicht im Sinne von Fortschritt, sondern im Sinne von Gameplay. Ich muss ja echt wieder zur alten Stärke zurück dann. Wenn, bei dem, was ich hier alles nochmal machen muss. Muss ja wahrhaftig wieder God of Isaac werden, wenn ich das alles hinkriegen möchte. Junge, Junge, ey. Ich dachte schon, ich kann mich so ein kleines bisschen auf die alten Techniken und Skills verlassen und die mich da so ein bisschen casual-mäßig durchbringen. Boah. Weil ich dachte, ich muss noch ein bisschen was Neues lernen. Junge, Junge, habe ich mich da getäuscht, ey. Ich mich da getäuscht. Würde ganz gerne gerade so viel Leben wie möglich haben, weil ich einfach ja nur safe. Nicht nur safe. Eigentlich will ja tatsächlich jetzt auch versuchen, wie es zu schaffen dann, ne? Weil wir jetzt schon Judas sind. So, mal schnell in den Shop schauen. Ach, sehr dick. Das tut's. Das tut's eigentlich schon lange nicht mehr. Ich glaube, da muss ich erst wieder hinkommen, dass ich mich hier Larifari durchprügel. Scheiße, wir können den Pieper. Ich nehme den Pieper, by the way, nicht auf, weil mich das Auge, das rumfliegt, extrem nervt. Scheißegal, ob das 8 Damage pro Tick macht, aber. Geht mir eher auf den Zeiger. Nein, Mate, ich habe ganz andere Sorgen als ein Game Break. Das allerletzte, was mich interessiert, ein Game Break. Muss ich ganz ehrlich sagen jetzt noch.
Die Challenge vorhin war gefühlt ein Break und das ist immer noch die große Frage, ob das überhaupt gewollt war. Im besten Fall habe ich tatsächlich dann in dem Moment einen Game Break gemacht, weil ich nicht weiß, ob das wirklich hätte so sein sollen. Das werden wir nur erfahren, wenn wir das nochmal machen. Was wir vielleicht auch einfach spaßeshalber nach dieser Challenge, nach diesem Beispielversuch hier machen. Einfach nur, um ein bisschen zu verstehen, was der Scheiß eigentlich soll. So viele Gegner hatte ich ja noch nicht mal. Damn, der Nail ist eigentlich super geil, aber... So viele hatte ich nicht mal damals zu den Room-Zeiten von der Savior-Mod, ey. Ups. Schon ups gesagt? Ja, sure. Ich nehme jetzt gerade alles, was mir irgendwie Schutz bietet. Danke, Halo Flies. Ihr habt euch gerade nicht gerade mit rumbekleckert. Der Shop bekleckert sich auch nicht mit rum. Wir sind bei Dank Devs 1. Und wir waren noch nicht im Itemraum. Gute Nacht schon mal, Zotos. Oh shit, plus Tier... Oh mein Gott. Okay, plus Shot Speed Down. Holy shit, das war stark. Das war risky, aber das war ein big outcome. Holy crap, okay. Wow, das war... Also, übersetzt war das gerade HP up und all stats up. Oh. Ja, dann zeig mal, was damage-technisch hier so geht. Okay, Damage passt mega. Catch ist schnell down. Nochmal Tears up, geil. Holy shit, that's a good run for Judas! I like it. So. Ähm.
ich lasse jetzt hier schon mal das Trinket fallen, damit wir es nicht vergessen. Ich muss das jetzt hier nur hinlegen, ja? Und jetzt einfach gehen. Und das passt. Richtig? Danke, Gugasa. Sollte. Sollte. Was bei mir nicht alles soll. Ja. Ja, wir können das mit dem rausporten, aber provozieren, Juli. Wir haben hier ein Totenkopf, der an X trägt, wie die Soulstones. Und der hat immer eine Fullkarte drin. Oh, wow. Wie dumm. Was ist denn das für ein fucking Joke? The Ghost Pepper ist geil. Ach shit, das Bugtooth. Ach fuck, die Pepper hatte so ein Gesicht drauf. Naja, ist Damage. Ja, was soll's. Zehn Damage. Mit Toothshot. Ja, das, damit mache ich Beast. Kann noch irgendwie so ein Full Life kommen? Sure. Kann man sich da wirklich durchbomben? Die sieht nicht brüchig aus, deswegen. Ist das einfach ein Joke von Edmund? Ist das halt literally ein Joke? Ja, genau, der Hund bellt, wenn irgendwo ein Secret Room ist. Und fliegen. Oh ja, hab Herb. Ist genau das, was ich suche für meine Challenge hier. Killer, dankeschön für den 25. Ja, Wuffy, hab dich gehört. Interesting. Damals hätte sich das noch gelohnt, alles zu sprengen für die Black Hearts. Heute lohnt sich das leider nicht mehr. Ah, Wuffy, ist ja gut. Wait, what? Ja? Höh! Wait, Moment mal, der normale Secret Room muss doch immer an zwei angrenzen, dachte ich. Ach, da ist noch einer. Drecksau. Aua.
Ja, das war mein Ernst. Morgen um 20 Uhr machen wir einen kleinen Pseudo-24er. Ehrlich gesagt überlege ich den tatsächlich zu nehmen, weil das ist auch nochmal eine dicke, fette Protection. Und ich habe genügend Damage und ich habe genügend Tiers up, dass der Run auf jeden Fall gut genug ist. Sollte 24 heißt, dass es nicht am Ende 24 werden, sondern vielleicht nur 19 oder 18 oder 20, weil 24 Stunden ist Bullshit. Ich glaube, ich nehme das. Ich glaube, ich nehme das. Also es ist halt einfach nochmal ein Schutz extra und das finde ich gut. Ich hätte es gerne gerade so defensiv wie irgendwie möglich. So, wir brauchen aber immer noch den Totenkopf mit dem X. Wo ist denn der? Ja, wo ist er denn? Weil der kann doch nicht im Secret Room sein, oder? Nee, das wäre unfair. Bräuchte man ja nämlich schon zwei Bomben. Da ist er. Oh nein. Achso, ist keine Trollbombe. Puh. Rosary gibt mir 3 Seelenherzen. Das könnte aber natürlich auch noch was 1000-mal Besseres sein, ne? Hau rein, Mate. Bis bald. Ja, mir gefällt die Theorie. Wir machen den Engel und Rollen 2 Sachen, dann wird eins davon schon gut sein. Ach, das ist nicht Sacred Heart. Ich glaube, das war nicht so gut, ne? Halo of Tears, war das gut? Ich weiß es nicht mehr. Plus 2 Damage. Alles klar, das war gut. Habt ihr gerade gesehen, dass das Foto, das ich eingesetzt habe, aussah wie es negativ? Ich habe aber nichts negativ genommen.
Oder spinnt mein Kopf? Ach, schwarz, ne? Ah, liegt das daran, dass es schwarz ist, weil ich das Ding mit dem Trinket vielleicht gemacht habe? Hat vielleicht damit was zu tun? Und wenn ich das richtig verstanden habe, taucht jetzt hier am Ende, da wo der Brief kommt, der Schlüssel auf, ja? Könnte auch ein Jules Ding vielleicht, ja. Hat der Schlüssel ist dann da, wo ich das Item liegen gelassen habe? Ah, okay. Nee, ich glaube nicht, dass das eine gute Sicherheit ist, Sony. Am Ende ist das nämlich, wenn du zwei machst, spawnst nicht, weil das Spiel verwirrt ist oder so ein Scheiß. Deswegen würde ich das gar nicht mal für so die beste Theorie. Schade ist für All Tears. Fantastisch, ey. Oh, yes! Mehr defensive Items. I told you. Gott, die Maske schützt mich offensichtlich nicht vor diesen Zungen. Die Batterie ist natürlich Quatsch. I guess we can go.
Naja, wir spielen jetzt rückwärts, Gukaso. Weil wir die neue Secret-Tür geöffnet haben. Die wir bekommen, die wir geöffnet haben, indem wir das Polaroid eingesetzt haben. Na, dann spielen wir rückwärts. So, Mausoleum 2. Das heißt, wenn ich jetzt eins hochgehe, müsste dann direkt der Schlüssel kommen, richtig? Nicht, dass ich jetzt irgendeinen Quatsch mache und weitergehe und... Oh. Okay, jetzt verspiele ich mir auch noch meine ganzen Leben. Achso, ja, wir kommen natürlich erst in die Devs 2. Wir kommen erst noch zur Mutterebene. Selbstverständlich. Geh nochmal in die Itemräume, weil ich glaube, irgendwo war. Konnte ich nochmal rollen dann. Wenn ich irgendwo was ja nicht mitgenommen habe. Keine Rolls mehr frei hatte, jetzt habe ich die ja wieder. Danke, Maske. Nein, warte, ja, komm. Oh, Magician ist super fürs Finale. Und das sehen jetzt auch, weil ich habe gerade viel zu viel Herzen verschissen. So, jetzt müsste der Schlüssel kommen. Ah, hier ist das erste Teil. Und das formt sich dann wann zum Schlüssel? Ach shit, dann kann ich ja die Magician-Karte gar nicht nehmen. Ach, das ist quasi wie der Schlüssel, nur halt einmalige Benutzung. Ah. Okay. Ja, ich sehe es, da oben leuchtet die Tür. Ja, alles klar, ich hab's verstanden. Mehr Leben verlieren wird das nichts mehr mit Beast. Ach ja, das hat so Orbital-Dinger auch gemacht. Hier genau, Pieper zum Beispiel. Kann ich jetzt nochmal rerollen? Into Double Shot. Oh my fucking God! Oh mein Gott, das ist ein absolut göttlicher Run. Okay, let's do this. Mit Isaac angefangen, into Judas gerollt. Mit absolut göttlichen Items. Können wir bitte, bitte das nicht verscheißen? Wir alles. Gott, dieser Tank, ne? Schwierige Geburt. Boah, so, was ist denn mit 2020, ne? 2020 alleine ist schon geil, aber...
Nein! Oh shit. Ja, wir sind zu weit gelaufen. Minus 3 Damage ist aber völlig in Ordnung. Du schießt jetzt 2 Damage, also 2 Kugeln. Das heißt, du hast jetzt quasi 18 Damage. Was? Hau, 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 hau. Wait. Unten und an der Seite ist so eine rote Tür. Das ist ein Fake. Wait, der Wuffi bellt, aber das geht nicht, solange ich den Crack Key halte, weil dadurch ja neue Ebenen entstehen. Interesting. Also neue Räume entstehen. Ha, das heißt, es gibt keine Geheimräume, während du den Crack Key hältst. Ach, das Bellen... Oh, ach so, das Bellen heißt was ganz anderes. Das heißt, hier ist... Ach so. Das heißt, hier ist ein Door-Trap quasi. Aber ich habe so wenig Bomben. Weiß nicht, ob sich das lohnt. Oh ne, nicht die. Alter, hau weg die Scheiße, dein... Stimmt, heulen, heulen was hier gelungen. Wenn er wie ein Wolf heult und wenn er bellt, dann ist das was anderes, ja. Ja, ja, ja. Muss das alles wieder lernen, Leute. Das ist so lange her. Jedes Mal, wenn ich so eine scheiß rote Tür sehe, juckt mein Finger. Ich muss mich echt zurückhalten. Alle down. Okay. Ja, ist nicht so viele Leben, wie ich es gerne hätte, aber give it a try. Ja, Dawn, das haben wir auch vor 5 Tagen getan. So, Judas. Also, es war nicht geplant, aber wir haben ihn jetzt. Das Freeze-Shot, das muss ziemlich geil sein. Muss eigentlich relativ häufig sogar eintreten. Was sollen wir denn im Bett schlafen? Wir haben noch Full Life. Ich merke gerade, es ist 3 Uhr, Alter.
Du bekommst 3 Seelenherzen, wenn du voll bist. Was hast du? Ich dachte, das ist nur so, wenn ich keine roten Herzen habe. Siehst du, ihr seid einfach nur Labersäcke. Man kann nämlich im Bett gar nicht pennen, wenn man voll roten Herzen hat. Ihr seid schon wieder einfach nur Labertaschen. Nur mal eine dumme Idee, schon mal, wer versucht im Home ein Secret Room zu sprengen? Da der Hund nicht heult, wird es keine geben. Das, was ihr meint, ist nur, wenn man keine roten Herzen hat, oder? Darf 6-mal getroffen werden. Das ist nicht sehr viel. Puh. So, Dogma mal vorne mit nur einem Hit geschafft. Das würde ich gerne wiederholen. Hab irgendwie nicht aufgepasst, keine Ahnung, was mich da gesehen hat. Ach, das ist dieser blöde Crack the Sky-Effekt. Hier habe ich mir meinen Damage krasser vorgestellt. Off, ist das ein schlechter Dogma-Kampf von mir? Das erste Mal, dass ich das Intro überspringe, fühle mich schlecht. Ja, schön freezen. Ich werde wahrscheinlich wieder 3 Hits bei der Death-Phase kassieren und dann ist wieder alles scheiße. Alter, ich kann kaum zwischen meinen und seinen Tränen unterscheiden. Okay, der Freeze-Effekt ist insane. Okay, Damage passt. Yo, was hab ich denn für Orbitals, Alter? Shit, ich hab vergessen, nach vorne zu gehen. Ja, den einen Schaden werde ich jetzt nehmen. Oh, oder vielleicht auch nicht. Oh, okay, 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 okay. Den Soul noch bekommen. Okay. So. Vor deinen Bomben habe ich ja noch ein bisschen Angst und... Vor Deaths Phase. Aber auch nur, weil ich nicht weiß, wie ich seinen Sensen ausweichen soll. Gott, der Freeze-Effekt gut. Tja, komm doch nicht mal rein.
stark. So schnell hatte ich den auch noch nie da. Da. Wait, ich hab die zweite Phase komplett geskippt? LOL. Ich kann sogar Mr. Beast freezen. Oh my god. Sogar das hört auf beim Freeze. Abgefahren. Geil, Alter. Das ist mit Abstand der einfachste Endkampf, den ich bisher bei Beast hatte. Junge, der kommt nicht mal zu seiner Feuerphase. Junge, hab ich den destructed, Alter. And a white beam of light reached down into the earth, smiting the mother of harlots asunder and setting the blood lake to a boil. As the beast descended down into the lake of fire, Isaac ascended towards the crack in the sky, and as he flew, he could see echoes of his past before him. GG, no hit. He saw his mother mourning the loss of her son. He saw his father leaving them without turning to say goodbye. He saw his mother sleeping and his father taking money from her purse. He heard the late night fights they had that kept him up at night, and the guilt he felt for what he believed he was causing. He felt the pain in his stomach during those sleepless nights and saw his shadow in the closet waiting for him. As he rose, he felt his fears drop from his body, his shame, his worry pulled from his being. As he became lighter, his ascent became faster. He saw his one true companion alive and well. He saw his mother and father together again, holding each other. He felt his mother kissing him on the head after he had said his prayers, and the comfort in knowing someone was watching over him. He saw his own birth, and the faces of his parents filled with joy and optimism. And then, he saw nothing. Are you sure this is how you want this story to end, Isaac? You're the one writing it. It doesn't have to end this way. Here, how about we tell it a different way? Maybe das war ein extrem geiler Run. Vor allem ein absolut good. Super strange. Are you getting sleepy yet? Mit Isaac angefangen, in Judas okay. verwandelt, so, dies, das gemacht. Isaac and his parents voll abgefahren. Lived in a small house. Abgefahren. Redemption has appeared. Das war ein ziemlich cooler Mann.